Hallo, du liebe YouTuber da draußen. Heute gibt es ein Video, was eigentlich auf dem Kanal von mir relativ egal war. Aber sie hat mir erlaubt, weil ich so viel um die Ohren habe und nichts drehen kann, dass ich das auch auf meinem Kanal hochladen kann. Deswegen lasst mir Feedback da, wie findet ihr das Video und viel Spaß dabei. Hallo zusammen, ich bin Nadine vom Kanal Empathy25 und ihr wundert euch vielleicht, warum ich hier sitze und nicht die mir relativ egal, die ist nämlich im Urlaub. Ich würde heute gerne mit euch ein kleines Thema besprechen und zwar, was wäre wenn? Deswegen, ihr dürft mitmachen in den Kommentaren, schreibt rein, was wäre wenn ich reich wäre? Ich habe mir da ein paar Gedanken zugemacht. Was würde ich machen, wenn ich von jetzt auf gleich ganz, ganz viel Geld hätte? Unrealistisch, aber man darf doch mal träumen. Ja, das würde ich bestimmt machen. Ey, wenn ich reich wäre, dann würde ich gar nicht mehr arbeiten. Nicht nur jetzt, sondern überhaupt. Ich würde noch nicht mal die 1-Euro-Hartz-IV-Jobs machen, ey. Ich würde mir die Tasche hier voller Geld machen, voller Geld, voller Geld. Ja. Und dann gehe ich erstmal mit dem Dustin geil an die Frittenbude Currywurst-Pommes. Doppelte Portion. Und dann würde ich mich von Dustin trennen, weil dann würde ich Brad Pitt heiraten oder so. Oder vielleicht nur Pietro Lombardi. Oder Menderes. Ja, und wenn ich reich wäre, würde ich mir einen echten Gucci-Mantel holen. Sieht gut aus, ne? Nee, Quatsch. Natürlich macht man das nicht. Aber ganz im Ernst, womit verbringt man denn seine ganze Zeit, wenn man nicht mehr arbeiten muss, wenn man so reich ist? Also ich glaube, ich hätte so sehr Langeweile. Langeweile? Ich bitte dich, man kann sich den ganzen Tag im Spiegel angucken und seine Klunker und wie gut man aussieht. Das ist auch so ein Thema. Ich habe mir immer überlegt, was ist, wenn man reich ist? Wird man dann automatisch arroganter, weil man weniger Sorgen und Probleme hat? Und hat man überhaupt weniger Probleme und Sorgen? Trage ich heute die Ray-Ban-Brille oder doch eher die Gucci-Brille? Oh mein Gott, soll ich mir die Lippen aufspritzen lassen? Oder doch eher die Hupen machen lassen? Oder vielleicht sogar Nose-Job? Ja, das würde passen. Trage ich heute das Lancôme Parfum oder das andere? Mein Gott, Fragen über Fragen. Nehme ich halt beide. Es kostet ja nichts, die Welt. Glitzertäschchen zum Kleid oder doch Metallic? Und du sagst, wir hätten keine Probleme? Was würdet ihr machen, wenn ihr nicht arbeiten gehen müsstet? Schreibt auf jeden Fall in die Kommentare. Karikativ könnte man sich auch beschäftigen. Das wäre doch etwas sehr Gutes. Also ich kann auch den ganzen Tag damit verbringen, mein Krönchen aufzusetzen, winken zu üben oder meine Kette zu verlieren und euch Küsschen zuzuwerfen, weil ich euch so liebe. Und jetzt mal unter uns, was ich definitiv mit dem Geld machen würde. Ich glaube, das allererste wäre, ich würde mir ein Haus für meine Mama kaufen und ein Haus für mich, damit wir so richtig cool alles drin haben. Also alles von Grund auf einrichten und tapezieren lassen. Und das komplett renovieren. Dann eine kleine Weltreise vielleicht, so ein Jahr lang mal alle Stationen der Welt erkunden. Einen großen, großen Teil würde ich spenden. Zum einen in die Forschung, wahrscheinlich in Krankheitsforschung und eben Institutionen, die Betroffene betreuen. Und ja, und den Rest würde ich bestimmt sparen. Was würdet ihr mit dem Geld machen? Das würde mich total interessieren. Also wir spielen auch mal das Spiel, was wäre, wenn ich im Lotto gewinnen würde? Und da ist diese Idee entstanden. Ach ja, und ich würde mir definitiv einen Personal Koch, eine Putzfrau und einen Drill Instructor anstellen. Der Koch, der mir immer das kocht, was ich möchte. Die Putzfrau, die meine ganze Wohnung in Ordnung hält. Und halt... Ja, ich wollte auch immer ein Zimmer in meiner Wohnung haben, wenn ich einmal reich wäre, die ich komplett mit Matratzen so auslege und den Fernseher an die Decke, damit ich nur noch so da liegen muss und Fernsehen gucken kann. Weil ihr kennt bestimmt diese Chiller-Sonntage auf der Couch, wo man die ganze Zeit nur vegetiert und Fernsehen guckt. Ja, das möchte ich haben.
das war mein kleines Video zum Thema, was wäre, wenn ich reich wäre. Ich hoffe, ihr habt die kleine Prise Humor entdeckt. Aber ich glaube, wer hier bei Mirella auf dem Kanal zu Hause ist, der wird sich damit auskennen, mit Ironie. Und jetzt dürft ihr weiter die Mirella vermissen. Ich hoffe, ich konnte euch die Zeit etwas überbrücken und freue mich, wenn ihr auf ihrem und auf meinem Kanal zukünftig vorbeischaut. Wünsche euch einen wunderschönen Tag und macht es gut. Tschüss!